Hallo Freunde und willkommen zurück zu Miasma Chronicles, wo wir in der letzten Folge uns weiter durch die Minen geschlagen haben, beziehungsweise uns durch die Mine geschlagen haben, um dann hier in so einer Höhle auszukommen, beziehungsweise in einer Stadt in der Höhle, würde ich mal behaupten. Oben liegt Plastik. Und wir sind hier einem neuen Gegnertypus begegnet, die echt fies sind. Aber zumindest haben wir eine zweite lautlose Waffe gefunden, was immer viel wert ist. Nützt uns nicht so 100% viel, aber es nützt uns ein bisschen was. So, den Zauberwirker da vorne würde ich gerne. Das Problem ist da der Plünderer. Wir haben hier zwei Gegnergruppen. Um die wir uns kümmern müssen. Okay, der da hinten scheint den nicht zu sehen. Macht der Nagel? Ich muss das jetzt echt mal gerade nachgucken, oder mal. Ja, wo kommt der zusätzliche Crit-Schaden her? Das würde mich jetzt gerade mal irritieren. Das muss ja an dem Nagelschuss gerade hängen eigentlich, aber. Weil eigentlich macht es 130 Schaden. Nahgeschoss. Nö? 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 Ich weiß nicht, warum zwischendurch unsere Crits noch mehr Schaden machen. Ich will mich darüber nicht Es beschweren, versteht mich bitte nicht falsch. Es ist aber irritierend. So, der Plünderer kriegt den Zauberwirker auf jeden Fall mit. Also das können wir nicht machen. Außer mit der Glasflasche, die wir gerade gefunden haben. Dann nutzen wir clevererweise Elvis, um den Plünderer wegzulocken. Würde dann Jade sehen, das ist ja nervig. Hoffen wir mal, dass das reicht. Und gerade wenn er jetzt in die Richtung guckt, dann sollte das funktionieren. Okay, das heißt, wir haben hier die beiden Plünderer, die wir ausschalten müssen, die aus einer Gruppe sind. Kannst du den? Nee. Okay. Das ist natürlich dann unangenehm. Das Einzige, was ich halt machen könnte, ist einmal außen rumlaufen, aber dann wäre es cleverer, erstmal den da draußen auszuschalten. Nee, dann gehen wir erstmal auf den da draußen.
fange ich mal mit der Tackle an. Hat den anderen auch schon getriggert. Okay. Wir gehen einmal weg. Hier den Kritschuss. Und Elvis darf den einfach so ausschalten. Gut, der teleportiert sich hin, nehme ich an. So, wegbewegen und den Rüstungsvernichter drauf. Und Jade auch wegbewegen. Ja gut, ich habe natürlich noch nachladen müssen mit ihr. Und Dix, du machst mal gar nichts, würde ich sagen. Ich möchte gerade nicht mit einer lauten Waffe schießen, weil ich befürchte, dass das sonst den anderen Trupp auch noch aktivieren könnte. Zack. Und dann darf Elvis ein bisschen aufrücken, auch wenn es von der Reichweite her, glaube ich, gereicht hätte. So. Game over. Sogar noch einen Crit-Kill, das heißt, es gab zumindest einen Erfahrungspunkt. Okay. Dann haben wir die ausgeschaltet. Dann liegt noch Plastik und ein bisschen Lore. Fleisch ist Fleisch. Das kann schon nichts Gutes heißen. Carvers Laden wurde am ersten Tag leergeräumt. Kurz darauf brachen Kämpfe aus. Erst mit Fäusten und Stöcken, dann mit Gewehren. Die Hauptstraße ist übersät mit geplatzten Dosen und Blut. Freunde aus Kindertagen gehen sich an die Gurgel. Leute verschanzen sich in jedem Territorium, das sie erreichen und verbarrikadieren konnten. Als die Nahrung ausging, wurde es zu einem üblen Katz-und-Maus-Spiel. Ich sage mir immer wieder: Fleisch ist Fleisch. Job. Unangenehm. Aber, habe ich ja gesagt, bei dem Titel konnte da nichts anderes bei rumkommen. Na komm, lauf mal. Hier hinten sind wir von reingekommen. Genau, hier gibt es die Sexpuppen. Falls wer Bedarf hat. Dix, du kannst uns hier mal kurz die Wände einreißen. Falls ich es brauche. So, und jetzt muss ich nur gucken, ob ich die Zauberwirker aus der Truppe rauskriege. Ich befürchte, dass der Schatten den deckt, oder? Nee. Das wird zumindest nicht angezeigt, was mich irritieren würde, weil der direkt neben ihm platzt. Ich mach grad mal den hier. Ne? Das kriegt er mit, ja, das war zu erwarten. Okay, aber wieder was ausprobiert. Aber dann wird wahrscheinlich grundsätzlich nur angezeigt, wenn wir mit dem direkten Schuss, beziehungsweise mit dem direkten Kill, das triggern und nicht wie jetzt zum Beispiel, da war es ja jetzt wirklich die Explosion, die ihn getriggert hat. Plünderer, noch ein Plünderer. Gucken, ob wir in der anderen Seite irgendwie auch mit, vielleicht mit Glasflaschen noch wen weggelockt bekommen oder so. Das wäre ganz cool. Ein Hinweis zum Zugang. Attention.
Starting Monday next week, 3 bronze medallions are required to enter the records room. In addition, to prevent unauthorized public use, restrooms will be accessible by placing a shotgun-sized object onto the statue's open arms. Mayor Burton. Okay. Verrückt. Da vorne habe ich aber auch eine Fahrtentür gesehen. Also ich sehe ehrlich gesagt keine Statue mit offenen Armen, aber hey. Hier oben scheint nichts zu sein. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, warum kann man dann überhaupt hier hoch? Aber ich denke mal, das ist vor allem als gute Schussposition gedacht. Mayor Mason will get jealous of this town hall. Damn. So, hier ist die Karte zum Bürgermeisterbüro. Und wir bekommen Schrumpfer. Schrumpfziele 3 Runden lang reduziert ihren Schaden um 50%. Ja, den haben wir auch schon gehabt. Nicht verkehrt, gerade zum Beispiel mit dem Kettenblitz auch, glaube ich, sehr nice. Aber nichtsdestotrotz gerade nicht das, was wir haben wollen. So, dann kann Dix mal wieder den Plünderer da weglocken. Dann können wir den Zauberwirker ausschalten. Dann... Bumm. Würde ich mal versuchen... Wenn wir das so rum machen, dass Jade erst... angreift. Nee, es macht... Warte mal, dann hat der noch 75 HP. Das heißt, Elvis müsste kritten. Und wir versuchen es mal. Muss er hiermit halt kritten. Ja, wobei er muss so oder so kritten. Dann kann ich mir den auch aufsparen. Nice. Okay, das hat funktioniert. Gonna do some exploring. Das heißt, wir kriegen mit ein bisschen Glück, beziehungsweise mit viel Glück, weil es halt nur eine 35% Chance ist, kriegen wir auch die Plünderer still ausgeschaltet. Jetzt ist die Frage, hatte Elvis nicht... Und? Elvis... 20% Crit bei Schüssen aus dem Hinterhalt, bei Flankenschüssen. Ja, wobei, wenn er... So kriegt, so hat er halt die höhere Crit-Chance. Sie hat zwar theoretisch hier auch die 20%, aber gerade mit dem Scharfschuss... ja, wobei, bei ihr sind es halt 40%, die dazukommen. Nee, da macht es immer Sinn, mit ihr anzufangen. Beziehungsweise das gibt 30 dazu. Ne, stimmt, sie kriegt hier nachher aus der höheren Lage noch die Crit-Schüsse dazu.
Was ich natürlich aber auch machen könnte. Der Dingensschuss zählt als still, glaube ich, oder? Also der, nicht der Schuss, sondern dieser Kettenblitz. Müsste ich mal kurz gucken, warte mal. Elektrokette. Steht zumindest nicht explizit dabei. Na, dann lassen wir es lieber. Das wäre sonst noch meine Idee gewesen, dass wir sagen, okay, wir kritten oder wir seppen den und schießen dann halt doppelt auf ihn. So. Dann noch mal kurz gucken. Das sind 100, also das ist ein garantierter Crit, so oder so. Bei Elvis sind es halt 75 Crit-Chance. Bei dem anderen hat er aber nur 35. War ich mir recht sicher. Das heißt, hier ist halt die Crit-Chance höher. Plus er kann halt jetzt die Rüstung zerlegen, sodass Jade, glaube ich, wenn er jetzt krittet, nicht kritten muss. Ja, 120 Schaden. Okay, doch, sie muss kritten. Ist halt die 55% Chance, ne? Yes. Das Problem ist, dass wir immer noch nicht wütend sind. Das zählt alles nicht als Deckung. Ja, ich kann aber mit ihr hier hin. Ihr hier hin. Dann lockt Dix jetzt noch den Schatten weg. Können wir den Zauberwirker ausschalten und uns noch um den Plünderer kümmern. Und dann ist nämlich nur noch der Schatten einzeln da. Und alleine sollte der kein Problem sein. Und selbst wenn wir den Plünderer dann laut töten müssen, dann ist das halt so. Ah, shit. Okay, aber wir kriegen. Ja, gut, wir haben die Rüstung jetzt nicht zurückbekommen, ne? Wann kriegen wir denn die Rüstung dort wieder? Hilft das? Ah, wird uns jetzt leider gerade nicht angezeigt. Ja, so ein Tacken mehr Abstand halten. Ist clever. Muss aber halt trotzdem in der 10er Reichweite von ihm bleiben. Mit ihm halt 13 theoretisch. Okay. Versuchen wir es noch mal. Hat beim letzten Mal gut funktioniert. Ja, es ist auch wieder ein Crit. Sehr gut.
Perfekt. Und ich habe wieder nicht drauf geachtet, ob wir eine falsche Taste. Ob wir einen Crit, ob wir die Rüstung wieder hatten oder nicht. Was werden wir dann sehen? So, in den Schatten kommen wir vielleicht am cleversten hinterrücks ran von dem Bus aus. Nee, Moment, das war eine Sackgasse. Dann kann man nämlich mit zwei Leuten direkt von oben auf ihn draufhalten. Oder auch nicht. Ah, es geht. Kommt dann vorbei. Alles gut. Und Dix kann ihn dann umschubsen. Das ist halt auch viel wert. Hold back. Going solo. Und kann Dix nämlich von hier oben, von hier hinten den Sto, also den Tackle. Er muss mindestens eine Runde aussetzen und ja. So. Tackle. Und vor allem wieder zurückgehen. Weil wir wollen nicht in der Säure stehen bleiben. Ja, wir haben unsere Rüstung, wenn es wieder. Nee, ich nehme den Plasmaschuss. Ist auf. War sogar so oder so noch ein Crit, also alles gut. Perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schlürf, Schlürf, ne? Na dann. Guys, it's poisoning your town. That's the source. We have to stop it. Let's go. So angry. I feel your pain. Let me heal you. Vortex shook you good. Remember Mama's riddle? To break through a wall most vile, heal the miasma once defiled. Each vortex offers a reward most keen. Your glove is ready when blue lights turn orange. Orange. That means I can get through the wall. I can get through the wall! Cool, Gedankenwurm. Kontrolliere Gegner 2 Runden lang. Der Geist ist angeblich unergründlich, aber Kenner der Materie wissen, dass der Verstand auch nur ein System ist, das wie jedes andere gehackt werden kann. Diese Miasma-Kraft ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Anwender und System. Nice. Ne, hier runter möchte ich nicht. Okay, wir haben noch den Roboter, den müssen wir noch uns einmal einklinken, auch wenn der, denke ich mal, das übliche Programm ablaufen lässt. Sonst. Na, da oben dürfte noch was liegen. Gehen wir mal gucken. Weil da können wir. Also von zwei Seiten aus können wir da rein, aber jedes Mal müssen wir mit Dix da durchbrechen. Deshalb hoffe ich, dass da noch was versteckt ist. Essig Plastik. Sehr gut. Steht denn da? Forgive the father for. Ah, nee, forgive me, father, for eating my friends. Ja, das hatten wir ja schon mit Fleisch ist Fleisch. So, wo war jetzt der Roboter?
War der Roboter im letzten... Nee, der Roboter war im letzten Ding, weil ich habe den ignoriert. Kann das sein? Nee. Ja, warte mal. Nee, da hinten liegt er. So, jetzt haben wir es wieder. Bisschen geistige Verwirrung und so. This bot's super old. Let's see if I can wake her up. Bloodstains out in a jiffy. State your purpose. I'm Washbot XO, but friends call me Kathleen. I wash fold photo machine and keep the folks of Amesville clean. That's the name of this town, Amesville. Tourists! You came at the perfect time. Look, the 4th of July spectacular. Na, das war eh wieder Edison. Did you know how Edison keeps everything so spick and span? It all started when America's ecosystem was on the brink of total destruction. A successful and charismatic tech entrepreneur named Cornelius Zen hatched an ingenious plan. Wipe pollution out. Completely. Ja, das ist ein ganz genialer Plan und so super einfach umzusetzen. History accessed. Why is this town underground? Amesville loved the 4th of July. Clowns and ballerinas dancing in the parade. Mayor Goldie tossing candy to the kids. But that day, the sky went dark like a total eclipse. The ground shook, then sank. The miasma. We kept falling. Falling. All those kids screaming. I can't wash off the blood. Kill me. Rest in peace. Okay. Da war jetzt nichts besonders Neues bei, aber zumindest mal ungewöhnlich, dass der Bot sagte, ja, töte mich. So, kurz nach hier gucken, aber hier ist auch, ne, hier komme ich ja nicht hoch. Dann gehen wir nochmal in das Gebiet vorher. Weil da hatten wir ja noch eine Karte gefunden, nur keinen Raum, wo wir sie einsetzen können. Es kann natürlich auch sein, ich sollte vielleicht gleich einfach mal ins Inventar gucken, dass wir die Karte an einem ganz anderen Ort einsetzen müssen. Rucksack. Missionsgegenstände hier, Minenlagerkarte. Das könnte, weil da stand Sedentary. Vielleicht können wir sie in Sedentary nutzen. Aber vielleicht ist es halt auch wirklich in der Mine da hinten. Gehen wir nochmal fix gucken. Und ja, ich hätte mich wahrscheinlich auch einfach zur Mine porten können, aber hey. Jetzt sind wir schon gelaufen. Jetzt ziehen wir das auch durch. Okay, nee, es war so Minenschacht A, durch den wir gegangen sind. Oh, da sind Leute wieder am Werk. Hey Jungs. Is it working? Hell yeah. It's cutting through the miasma like butter. Better get Clancy on the horn. We just cut the mine back. Ja, gern geschehen, Jungs. So, wo ist denn das Minenlager? Das hier war es ja nicht. Das können wir durchbrechen, aber das hatten wir beim letzten Mal ja schon getan. Oder ist das Minenlager halt wirklich in der Stadt? Hier in das Gebäude gucken. Nö. In die anderen beiden Minenschächte können wir nicht rein. Und hier ist auch nirgendwo irgendwie eine Tür. Hier oben hatten wir sie, glaube ich, gefunden in dem Raum. Nö, dann wird's in Sedentary sein. Dann geben wir mal Clancy eben Bescheid.
oder wen auch immer es interessiert, dass wir die Mine, ja, befreit, gereinigt, wie auch immer haben. Mal gucken, was der Mayor so anstellt. Let's go tell the mayor. The miasma is fading away. They did it. Ja, mal wieder gerne. Jetzt mal kurz gucken. Wo ist denn das Minenlager? Nee. Das ist es nicht. Ist hier vielleicht? Ah, hier. Ah, guck mal, da können wir uns Lohnung holen. Mediport, Energiezelle und 10 Plastik. Ja, gut. Ich hatte auf Glasflaschen gehofft. Vielleicht sollte ich bei Bertha einfach mal ein paar Glasflaschen kaufen. Ja, mal wieder gerne. Bertha. Hey, what you need? Glasflaschen. Warum kosten die so viel? What the fuck? That's a nice one. Fresh off the wagon. Enjoy. So. Dann bei den Waffen. Nee. Keep your eyes on out Hätte gern there. noch was Stummes. Das wäre ganz nice. Also eine stille Your Waffe. robot's braver than any human, I tell you that. St. Margaret's Bridges, you did it! You saved the town! Clancy, where's the mayor? Don't know. Looks like he just up and left. He can't up and he's got to be around. Maybe he's taking a piss or he's a goddamn head. Heads don't piss. His bodyguard's gone too. Not all of him. His head's still here. See? Mason betrayed us. Why would he? What the hell's going on? We got a missing mayor. That's bad. You beat the miasma today. It'll be back in two shakes of a rattlesnake. Something out there is making it angry. We need a leader more than ever. We're looking at him, Clancy. Elvis should lead us. Joseph? He's a clever hunter, a fearless tactician. He saved this town twice. If that's not a leader, Ist er nicht I don't know what gestorben? is. Got a point there. Elvis, you up for the job? Yeah, he's in. 100%. Fine then. Elvis, what's our first order of business? We're leaving. What? I don't know why the miasma's getting so angry. Only person would know is my mama. My glove's got enough power to get through the wall finally. So let's get her. So, Elvis Handschuh saugte diesen wütenden Vortex auf. Wir haben Sedentary erneut gerettet. Die Lichter des Handschuhs wurden orange. Das bedeutet, dass wir die Miasma-Wand durchbrechen und endlich Mama finden können. Sehr schön. War er nicht? Also ist er nicht der Vater unserer Ex, die wir gekocht in der Badewanne gefunden haben? Und ist der nicht? Also, ja gut. Also es sah ganz danach aus, als würde er draufgehen, aber vielleicht ist er auch einfach nicht komplett draufgegangen. Cool. Gucken wir mal eben, was wir noch so an Missionen haben. Wir sind mittlerweile Level 13, das heißt, die sollten wir mal angehen. Ruinen der Verschwendung. Pepe O'Brien und seine Familie sind von einem Thiever namens Matt Cain völlig ausgenommen worden. Jo, machen wir das doch mal. Vor allem gibt das hier, Ruinen der Verschwendung, gibt das einen Newton-Absorber. Was so viel, also was
wie ein Chip klingt, der Kilowatt erzeugen könnte, eventuell. Was ganz cool wäre. Sie sagen, die Spendthrift Ruins sind haunted by the ghosts of the originals. Trying to scare me? You know what scares me? Wasting precious time chasing some low-ranked thiever. We stop Matt Cain, the world will get a lot sunnier. Trust me. So, da hinten stehen schon genug Thieber. Okay, das sind wirklich einiges an Vieh. You know what the kicker is? Oh, I bet you're gonna tell us, Matt. The kicker is, they're paying me to protect them from you a-holes. Believe that shit. Ah, netter Typ. So, da oben ist ein Weitschuss. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder Jade, weil wegen mehr Schaden. Warum komme ich nicht auf das Dach hoch? Das ist doch jetzt frech. Ich will auf das Dach drauf. Mensch. Ah, die haben auch eine Waffe wieder für uns. Das ist ja nett. Mal ganz dreist gucken. Ne, der Blaster kriegt's mit, verdammt. Warte mich. Weil die kontrollieren auch den einzigen Aufgang zu dem Weitschuss da oben. Das ist doch nervig. Also die Taschendiebe sind kein Problem, die Weitschüsse eigentlich auch nicht. Die Blaster, wenn wir beide drauf schießen können, dann eigentlich auch nicht, weil wir sie ja mit dem Rüstungsschuss erst schwächen können und dann mit Jade killen können. Es kann dann immer nur sein, dass ein Crit sollte dann nötig sein. Aber hey, maybe we should get into the protection racket. My good old Matt here. Who are we gonna protect? The townies? Yeah. Tell them them frogs are coming for him. It's gonna be easy plastic, I'm telling you. Ja, lass mal nicht machen. Okay. Hinten war irgendwas. Grünes. Napalm Death Cam, das ist ja nett. Der Weitschuss da hinten, den Weitschuss in der Mitte, den kriegen wir nicht. Zumindest nicht einzeln. Ja, das wird uns auf jeden Fall mindestens eine Flasche kosten. Vielleicht den einen Weitschuss hier weglocken können, wenn wir uns den Taschendieb da hinten holen. Und den Weitschuss und dann anschließend sogar auch noch den Blaster. Versuchen wir es doch mal. Ja, das könnte aber der Taschendieb da links über dem Weitschuss sehen.
Das ist nicht gut, nee. So gefällt's mir nicht. Könnten vielleicht den Blaster hier ins Gebäude locken. Auf den Weitschuss hier würde ich jetzt aber auch mal eben warten. Ich glaube, das müsste funktionieren, dass wir den von hier aus abschießen können. Jade. Ja. Das war der. Und Jade ist jetzt wütend. Okay. Follow my lead. Kommen wir mal noch nicht hoch, was gerade ist. Aber dann können wir den Blaster auf jeden Fall mal anlocken. Glaube ich am besten nur hier beide hier verstecken und ist vielleicht hier. Witzig, dass der die beiden jetzt plötzlich nicht sieht. So. Gut, wenn das kein Crit gewesen wäre, dann okay, aber... Also wäre es auch nicht schlimm gewesen, glaube ich. So, und weg. Okay. Der. Ich glaube nicht, dass wir den Taschendieb einfach ausschalten können, oder? Nee. Der wird mit zwei gesehen, das ist ja fies. So, der Taschendieb wird von dem Blaster da hinten beschützt. Nicht vielleicht. Ja, so weit kann er nicht werfen. Okay. Auch weil wir gerade noch einen Fähigkeitspunkt bekommen haben. So, eine zweite Miasma-Kraft. Jade. Der Kampfschrei ist, wenn wir so einen Kampf wirklich haben, wie wir jetzt hier nachher auch haben werden, ist echt nützlich, muss ich sagen. Der Aufsteiger ist aber halt auch echt geil. So. Vielleicht können wir auch. Hier rein. Hier vorne wieder raus und die Dingens hoch. Nicht verstecken, hochklettern bitte. Kommt mal her.
Wobei, das bringt mir... Doch, das bringt mir was. Wenn ich dich hier noch verstecke, mit Elvis wieder runtergehe. Weil er ist einer, den Taschendieb ausschalten muss, wenn der Blaster da weggelockt ist. Und dann können wir den zweiten Blaster angehen. Das müsste aber funktionieren. Gucken wir mal. Bei der Blaster eventuell von dem Taschendieb da hinten gedeckt wird. Sehr wahrscheinlich sogar. So, erstmal weg mit dir. Okay, wir kommen zumindest noch um den Blaster rum. Dann kann ich aber bestimmt... Weil der bleibt jetzt da stehen. Das heißt, ich gehe jetzt mit Jade erstmal da hinten hoch. Ne, halt, da war die Wand zu, hier ist die Wand offen, so rum. Da hinten, wo wir den Taschendieb ausgeschaltet haben, gehen wir erstmal hoch. Holen dann den Blaster da vielleicht aus dem Blickwinkel raus. Geht das? Geht doch bestimmt, oder? Beide hier hoch. Stecken. Dix geht hier vorne hin. So. Mal. Das sollte... reichen. Ich will ihn nicht zu weit hierhin haben, weil sonst der Weitschuss ihn vielleicht sehen kann. Nur mal hierhin. Dann können wir nämlich den ausschalten, dann können wir den da hinten ausschalten. Für Weitschuss und Taschendieb würde ich vielleicht keine Flasche verschwenden wollen. Und Jade. 80% Crit-Chance, also. Dankeschön. Okay. Dann gehen wir mal runter und schnappen uns da hinten den Blaster noch. Und in der nächsten Folge legen wir uns dann mit dieser kleinen Gruppe da an. Das wird schon schief gehen. Eins. Und Jade. Ah, shit. Stimmt, ich hatte ja den... Höhenvorteil jetzt gerade nicht. Ja, okay. Dann... Na, halt's mal. Das ist halt... Ich verstehe nicht, warum der Tackle mal laut ist und mal nicht. Das ist... Oder er ist grundsätzlich eigentlich laut und das hat nur irgendwie beim letzten Mal bei den Fröschen irgendwie funktioniert. So oder so. Murks. Elvis steht halt leider viel zu frei, aber hey, dann jetzt gerade mal so. Ich würde aber sagen, den vollständigen Kampf führen wir dann, oder diesen Kampf im Allgemeinen machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann.
Ciao, Freunde.